In diesem Video geht es um das digitale Kalibrierzertifikat, das DCC. Mein Name ist Siegfried Hackel und ich führe Sie durch dieses Video. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wieso das Meter überall gleich lang ist? Der Grund darin ist, dass vor über 100 Jahren die sogenannte Meterkonvention dies beschlossen hat für die Unterzeichnerstaaten. Damals gehörte auch die USA dazu. Heute haben fast alle Länder der Welt entsprechende Verträge unterschrieben und das Ergebnis ist das SI-System. Mittlerweile liegt das SI-System auch digital vor. Jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie es kommt, dass die SI-Einheiten überall auf der Welt gleichmäßig verteilt sind. Also, dass das Meter überall gleich lang ist. Hier ist schematisch ein sogenannter Ringvergleich der meteorologischen Staatsinstitute dargestellt, die an diesem Ringvergleich teilnehmen. Durch diesen Ringvergleich wird gewährleistet, dass überall auf der Welt dieselben Maße genutzt werden. Wir schauen uns jetzt einmal die Situation beispielhaft für das Kilogramm an. Wir haben hier das nationale Normal, was abgeglichen ist über Ringvergleiche. Die PTB hat sehr viele von diesen Normalen und mit diesen Normalen werden Kalibrierungen durchgeführt. Das sind etwa 5500 pro Jahr. Aber auch die Industrie ist an diesen Kalibrierungen beteiligt. In Deutschland werden auf diese Art und Weise Millionen von Kalibrierungen durchgeführt. Und dann kommt im Endeffekt das Produkt heraus, in diesem Fall eine Briefwaage. Und dieses Produkt, die Briefwaage, ist über dieses gesamte System dann auch entsprechend kalibriert, sodass es seine Aufgabe auch vollumfänglich wahrnehmen kann. Von diesen Produkten gibt es nun wirklich sehr, sehr viele. Was passiert denn eigentlich genau bei der Übertragung? Also wie werden die Kalibrierergebnisse übermittelt? Diese Übermittlung der Kalibrierergebnisse geschieht leider noch papierbasiert. Es ist also wichtig, sich Gedanken über die Migration zu machen. Wie kommen wir also zum DCC? Hier die Vorteile des DCC. Selbstverständlich ist keinen Medienbruch mehr zu erwarten, aber insbesondere wichtig ist die Tatsache, dass das gesamte System eindeutig wird. Es ist global eindeutig und klar und insbesondere bewirkt es, weil das DCC ja ganz maßgeblich im Bereich der Qualitätssicherung zuständig ist, eine deutliche Erhöhung der Qualität des Produktes. Und es ist selbstverständlich daher auch sehr wichtig für den gesamten Bereich Industrie 4.0 wie Rami 4.0. Das DCC selbst ist problemlos an einer Verwaltungsschale anzupassen. Die weiteren Vorteile sind natürlich auch Safety and Security, der gesamte Bereich der Langzeitspeicherung sowie der Integrität und Authentizität. Aber insbesondere ist auch hier zu erwähnen, dass eine schnelle Standardisierung möglich ist, weil ja das Ganze im meteorologischen Netzwerk vonstatten geht. Last but not least möchte ich erwähnen, dass das Ganze auch einen sehr ökonomischen Aspekt hat, weil der Aufwand zur Migration ist sehr gering, da die Laboratorien sehr oft eine hohe IT-Durchdringung haben und dadurch ist es sehr einfach, das auch umzustellen. Dadurch erreiche ich eine höhere Prozesseffektivität und dann ist es natürlich gar nicht mehr weit zum Digital Twin. Das ist das bekannte Bild, was Sie sicherlich schon mal gesehen haben, wenn Sie sich mit dem DCC auseinandergesetzt haben. Er zeigt die drei Säulen, Normen und Standards, eine hierarchische Struktur und XML als Austauschformat. Und wenn Sie das geschickt anwenden, kommt unten das DCC raus. Ich möchte Ihnen jetzt die DCC-Story erzählen. Und zwar begann alles im Jahre 2017. Mitte 2017 haben wir in der PTB mit dem DCC begonnen. Im Frühling 2018 wurde dann der erste nationale DCC-Workshop durchgeführt. Kurz danach wurde dann mit dem Start des Ampere-Projektes SmartCom begonnen. Das Projekt SmartCom hat insbesondere die Aufgabe, sich um die internationalen Aspekte zu kümmern. Dann wurde Ende 2018 ein vom BMWI und insbesondere auch von der Industrie sehr stark unterstütztes Projekt GEMI-MEC 1 gestartet
wo es darum ging, herauszufinden, welchen Nutzen hat zum Beispiel das digitale Kalibrierzertifikat. Zur gleichen Zeit, in diesem Zeitraum, wurde dann der zweite nationale DCC-Workshop abgehalten. Im Herbst 2019 wurde dann ein Projekt gestartet, unterstützt von der Volkswagen Stiftung, was sich im Bereich Healthcare um die richtige Übertragung von übermittelten Daten auseinandersetzt. Auf der Basis von GEMIMEC 1 wurde dann das BMWi-Leuchtturmprojekt GEMIMEC 2 im August 2020 gestartet. Und im Oktober 2020 wurde dann der erste internationale DCC-Kongress durchgeführt, der vorher mit Pre-Workshops begann und aus dem sich heraus 8 Working Groups etabliert haben. Die Teilnehmer dieser Runde waren immer sehr vielschichtig, also es waren insbesondere auch Kollegen aus der Industrie, aus Akkreditierungseinrichtungen und Kalibrierlaboratorien dabei, also es war nicht eine Inhouse-Veranstaltung von metrologischen Instituten. Bemerkenswert ist sicherlich, dass bei dem ersten internationalen DCC-Konferenz mehr als 700 Personen aus mehr als 100 Nationen teilgenommen haben, was für den internationalen Aspekt des DCC spricht. Dann gab es Anfang 2021 einen internationalen Workshop des CIPM, einer Working Group, die sich über das digitale SI Gedanken macht. Und diese Veranstaltung war auch sehr, sehr gut besucht und das Ergebnis dieser Veranstaltung war, dass das DCC sehr, sehr wichtig ist und deswegen auch prioritär vorangetrieben werden sollte, sodass wir jetzt im Endeffekt von einem weltweit agierenden DCC-System sprechen können. Ja, weitere Informationen finden Sie hier auf der folgenden Seite. Diese Links sind auch weiter unten entsprechend eingeblendet, sodass Sie sie auch übernehmen können. Und fühlen Sie sich bitte frei, mich entsprechend anzusprechen. Vielen Dank.